Herzlich willkommen, zweite Folge auf der Karte irgendwo in Thüringen. Wir werden versuchen, mal auf Ihren Kaufkurs fahren zu lassen. Ja, jetzt will er. Aber oder so schwer mit Gerste beladen. Der lenkt irgendwie nicht. Oder ist er so kaputt? Dann muss ich mal gleich reparieren. Ja, das ist Folge 2. Heute Samstag, mit allen schönen Samstag. Habe ich in der ersten Folge vergessen, das zu sagen. Muss ich mir einen Zettel machen, aufschreiben. Ja, Gas bringt nicht so viel ein. Irgendwas. Gestern, oder Quatsch, gestern nicht, aber letztes Mal hat er doch Gerste, Sonnenblumen verkauft und das klappte. Jetzt klappt das noch einmal nicht mehr. Eine anderen Frucht. Und man sieht auch nichts. Aber es wird ja bald hell. Und da können wir sehen, was los ist. Wir werden mal zurückfahren lassen, dann werden wir gleich reparieren auf wie es sein soll. Das kann natürlich sein, dass durch die hohe Last wahrscheinlich auch ein bisschen ungelenkt ist, immer so. Aber wir werden mal gleich reparieren. Dann besser ist mal sehen. Mit leer fährt ja auch ein besser. Irgendwie auch logisch. So, die anderen vier, die machen noch entsprechend die Aussaat, Raps. Die arbeiten verbrannt, das klappt eigentlich. Was man muss die Fahrzeuge im Prinzip vorher immer schön einstellen, so dass der Abstand nicht so groß wird. Dann geht es. Ich werde mal entlassen und selber fahren. Wir können dann den Kurs einstellen. So können wir ein bisschen schneller fahren. Können wir nur was als Linie, also als Hilfe nehmen. Für da ein anderes Licht. Reicht nicht weiter. So ungefähr sehen können, wo wir in die Kurven kommen. Wo es ein bisschen heikel wird. Oben hier kommt eine scharfe Rechtskurve. Wird ja wieder endlich hell, langsam aber sicher. So. Beinahe rein gefahren im Wald. Ja, wird schon heller am Horizont. Ja, mein LKW konnte es kurz reparieren. Sehen, dass das ganze Geld, was wir eingesteckt haben in Terraforming, das kannst du gar nicht berechnen. So, da ist die Werkstatt.
Ja. Wenn wir reich reparieren. Und gleich mal ein Dings aufstellen hier, Laterne. Das ist verkehrte Richtung, aber macht nichts, ist auch ein heller. Denn wenn es nicht hell ist, ist alles Schlimmste. Gut. Sind auch ein bisschen ausgeleuchtet hier. Also dunkel ist ja ganz schlimm, ne? Was sagst du, ne? Also eins müssen wir nicht haben, Dunkelheit. Dazu haben wir unsere Laternen. Bisschen schauen. Das wird heute nicht in der Fahrbahn platzieren. Ja, haben wir wahrscheinlich gemacht. Hier so eine Ecke geht ganz gut. Passt. Ah, das haben wir richtig hell. Ja, ein bisschen weiter kann man fahren. Richtig angenehm, ne? Das andere ist ja nix. Also, ich wundere, wenn wir neu anfangen, dass die Maschinen alle schön lackiert sind. Das ist dann leider mal so. So, jetzt können wir wieder auf Kurs einrichten. Und die anderen sind, werden das am fertig, denke ich mal. Toll, wenn wir mal richtige Spur bringen. Dass er weiß, wo er lang fahren muss. Ja, einer ist fertig. So. Natürlich ein Witz, gleich wieder klein bisschen gefahren. Schon wieder Schaden, ne? Geht aber nicht. So, gut. Wieso? Fast fertig. Ja, ist das der, wo er fertig ist? Die Grüne ist fertig. Die Grüne war zuerst da. Und so brauchen wir auch nicht unnötigerweise immer die. So, dann ist auch fertig. Die Maschinen auffüllen. Weil dadurch reichen die auch ziemlich lange aus. Also mit der ganzen Geschichte. Natürlich die Richtung fahren, ne? Richtung in die andere Richtung. Sonst fahren wir woanders hin. So, also mit Zell, jetzt können wir wieder auf 5 gehen. Wieso? Achso, er fährt ordentlich.
Ich kann sagen, wie eiert er wieder? Ja, hier letzte einer ein bisschen ganz doof. Anführungszeichen. Aber das Schöne ist, die warten immer schön, dadurch gibt es praktisch keine Unfälle. Was ja dann äußerst blöd wäre. Nur ist er wie den kleinen Zipfel, muss nur einer fahren, das gibt's doch gar nicht. So sauer, alles weg. So, zusammenklappen und auch wieder in Richtung Hof stellen. Im Grunde hat er sauber gearbeitet. Da ist noch ein Pünktchen. Und die Ränder, gut, das ist immer normal. Oh, so kann es nicht meckern. Das ist nicht mehr unser. Hier wäre Gras drin. Ob das nun gewachsen ist, unwahrscheinlich. Stufe 1. Könnte man jetzt überall schön nachdüngen, aber das tun wir jetzt nicht mehr. Weil ich gehe davon aus, dass wir halt nicht mehr hier zur Ernte kommen werden. So, den lassen wir auch noch auf eine Position fahren und dann können wir das auch entlassen. So, fertig. Jetzt haben wir das kleine Fleckchen doch noch geschafft. Man muss dazu sagen, mit einem hätten wir praktisch dieselbe Fläche in vier Vollen gefahren. So haben wir das mit dem Versuch von letzter Woche gesehen, dass in ja, 2, 3 geschafft. Ja, das sieht ein bisschen komisch aus. Aber jetzt hat er geschafft. Ja, vielleicht hat die Reparatur gebracht. Jetzt fahre die Maschine mal zurück. Das lassen wir hier so die Ecke. So, und jetzt hat Dimo das Geld fürs Wald. Dann werden wir uns das Holz machen, verdienen für ja, beide schon verkauft. Nicht schlecht. Wer fährt jetzt noch? Helfe, Chip Tuning. Tja, muss ich mal gucken, wer da noch fährt. Ja, da wir also eh umziehen, werden wir die Reparatur nicht mehr durchführen. Und voll werden wir auch nicht machen. Das wäre ja Quatsch. Aber einer fährt noch. Wo wäre? Dann fahren wir mal rein in den Silo.
fährt dann noch. Mit 50 km/h. Und das ist... Ah! Unser LKW. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon total mit Schucke. Kann auch nicht sein. Vor allem bin ich. Hm, ist schon soweit. Ja, heute ist Sonntag. Ich wünsche mir den Quatsch, Blödsinn. Nee, Samstag. Keine Panik. Ja. Das ist Folge Nummer 2. Heute werde ich 3 machen, maximal 4 und dann morgen nochmal 5. Und Freitag dann bearbeiten. Und vielleicht hochladen. Obwohl dann werde ich wahrscheinlich erst Samstag machen, Samstag Vormittag. Jedenfalls werde ich mir die Geräte aufschreiben und die Kosten dafür. Und dann werden wir entsprechend die Summe entsprechend ausschreiben und dann auch gut schreiben und dann die Maschine auch wieder kaufen. Und dann tauchen die wie von Zauberhand wieder auf der neuen Karte. Irgendwie fahre ich mal gerne weit weg. Hab keinen Überblick. Ja, ein bisschen mit Gras, das ärgert mich schon ein bisschen. Das. Weil im Grunde ist ja die Arbeit irgendwie umsonst, ne? Vor allen Dingen, was noch hinzukommt. Weil wir ja im Prinzip. Weil ja im Prinzip die Einnahmen nicht da sind, die wir dann hätten, wenn jetzt theoretisch im Frühling jetzt richtig kräftige Silageballen gemacht hätten. Am zweiten Frühlingstag. Dann hätten wir noch Sonnenblumen reingeknallt, in Anführungszeichen. Dann hätte es gut geknackt mit den Einnahmen her. Und so wahrscheinlich. Oh, wahrscheinlich werden es keine Früchte drauf sein. Vielleicht, weil es soll noch auf Mission gehen. Wie gesagt, wahrscheinlich. Also ich weiß noch nicht genau. Ich weiß, habe noch ein paar Bilder gesehen. Vom Hof und von der Landschaft her, wintermäßig. Dass es ein paar Produktionen geben wird. Was zur Landschaft passen soll. Oder zur Landwirtschaft an sich, die Landschaft. Wahrscheinlich, naja, Saatgut können wir eh machen und das haben wir alles da. Was nicht aktuell geht, ist, weil wir hier keinen Tabak haben, wir können kein Gift herstellen in dem Sinne. Oder es ja auch nur ein begrenzte Maßen, also Gift in dem Sinne gegen Insekten, gegen Unkraut wäre das ja auch nichts. Ja, da wollte ich gleich hinfahren. Aber da können wir auch reinfahren. Normalerweise hätte ich die Geräte alle gewaschen und geputzt und repariert. Und so ist die Folge zu Ende. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao.
Vielleicht sehen wir uns dann morgen wieder zum Sonntag. Bis dann, ciao.